Hallihallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer Runde hier auf Skybounce. Gleich vorab eine kurze Ankündigung vor Intro und dem richtigen Beginn. Ihr seht hier, wir haben zwei Playspawner, ich habe immer noch 1,1 Millionen übrig. Hier ist so ein komisches Gebilde gebaut. Und was das alles bedeutet, das werdet ihr jetzt gleich erfahren. Und ich habe zusätzlich einen neuen Spielmodi hier aufgenommen, der so richtig, richtig geil ist. Der macht so mega Spaß. Das heißt, Mining Game. Im Mining Game hat man eine Spitzhacke ganz am Anfang und bekommt XP dadurch, dass man Blöcke abbaut. Das ist auf jeden Fall, also das ist so von der Grundlage her. Lol, warum spawnen hier Monster? Ist ja nice. Also Wesen, keine Monster. Dadurch, dass man, hier, seht ihr es im Chat gerade? Ich lass mich immer abbringen. Dadurch, dass man diese Blöcke abbaut, bekommt man XPs. Und von diesen XPs kann man dann mit, wie bei Pitforge mit Slash Skill, Sachen aufleveln. Zum Beispiel kann man sich Haste geben und Effizienz auf die Pickaxe. Und ich habe das natürlich einmal schon ausprobiert. Habe deswegen ein bisschen Erfahrung. Habe dann meine Spitzhacke voll auf Haste gesetzt und voll auf Effizienz. Habe dann richtig reingehauen. Ich habe, ich glaube, über 1000 Eisen und knapp 250 Gold zusammengefarmt. Das ist auf jeden Fall mega viel. Ich habe dafür insgesamt für das, was ich dort erfarmt habe, ich weiß nicht, ich glaube, 100 bis 200k gekriegt. Und weil ich das so nice fand, dachte ich, das packe ich mal in Zeitraffer. Vielleicht kann ich das ja auch mal machen in dem Video, so mit ein bisschen Talken, ein Thema dazu. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ich das machen soll, dass ich das wirklich 15 Minuten lang aufnehme. Oh, jetzt habe ich schon eins von meinen Designs gezeigt, was ich nachher nochmal zeigen wollte. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Mining Game und dann mit der Sache, wie ich so viel Eisen... Ach, verdammt, ich habe mich schon wieder verplappert, wie ich so viel Geld bekommen habe. Bis gleich. Am Anfang hatte ich halt das Problem, dass niemand gespawnt, gejoint ist. Also die ganze Zeit sind die Leute entweder gejoint oder rausgegangen. Ihr seht das hier rechts in der Anzeige. Waiting 10, 11, 12. Dann wurden es immer mehr. Ich habe ein paar Leute angeschrieben. Hab so gechattet. Jetzt habe ich nicht gezählt, aber ich bin ein paar Runden gelaufen, um den Spawn. Dann bin ich hier in diese Welt gegangen. Hier, da habe ich festgestellt, den Spieler kann ich gar nicht angreifen. Naja, jetzt bin ich hier in dieser Welt. Die ist ein bisschen komisch, so zerklüftet. Wenn man ins Void fällt, ist man hier übrigens tot. Und man muss versuchen, die Steine abzubauen, nur dann bekommt man XP. Das seht ihr auch gleich im Chat. Müsste jetzt eigentlich immer dastehen. Nicht? Okay, also gestern stand das noch da. Ja, hier finde ich dann erstes Eisen. Und in der Anzeige rechts seht ihr, was man an Ressourcen bekommt. Das ist ein bisschen was, was man da bekommt. Momentan sind es 9 Eisen. Jetzt werden es ein bisschen mehr. Und dann wurde leider der liebe Piken-LP von Cyber Valley getötet. War ein bisschen schade, denn ich war eigentlich gerade zu dem Zeitpunkt mit ihm an TS, wollte ihm das zeigen. Hier seht ihr das, dieses Menü. Und ich werte jetzt gleich erstmal Haste auf, denn mit Haste kann man halt viel schneller abbauen. Ich baue jetzt darauf, dass ich so richtig reincrushen kann. Ach ja, genau, das war der Moment, wo ich mir nicht sicher war, was ich skillen muss, damit ich Effizienz auf meine Spitzhacke bekomme. Das war auch so, da war ich noch so ein bisschen ängstlich, dass irgendwelche Leute kommen. Hab dann erstmal so ein bisschen auf Wegrennzeug, Jump Boost und Speed geskillt. Aber naja, letztendlich hat es nichts gebracht. Genau. Hier in diesem Teil, an diesem Stück Stein hier, habe ich jetzt schon ein paar mehr Skill Points gemacht. Da konnte man richtig gut farmen, war halt ein schöner Klotz. Und habe jetzt, glaube ich, gleich nochmal Haste aufgewertet gehabt. Kein Plan, was ich da jetzt machen wollte. Hier oben ist wieder Eisen, das gönne ich mir natürlich. Und jetzt finde ich raus, dass man hier Effizienz freischalten kann. Habe meine Spitzhacke noch effizienter gemacht. Und jetzt bin ich gleich da, wo ich hin will, dass ich die Blöcke instant abbaue. Also schneller als Creative Mode, das ist ja dann immer das Ziel. Das ist jetzt schon ziemlich nah dran, aber noch nicht. Also erst fast. Und danach geht es erst richtig ab, denn danach kann man so Sachen aufwerten. Also das ist richtig krass. Du kannst natürlich einmal auf PvP gehen und dann andere Spieler suchen. Du kannst hier auch auf X-Ray gehen, also dass du nach Blöcken eine kurze X-Ray bekommst. Das ist was ich auch mal noch probieren will. Oder du kannst halt darauf gehen, dass die Erze sich duplizieren. Das ist das, was ich gleich mache. Also ich mache erst richtig super schnell abbauen. Ihr seht hier, das ist so krass, instant. Die Blöcke zerploppen einfach instant. Ich kann das ja mal kurz auf halbe Geschwindigkeit ziehen. Da sieht dann etwa so aus. Und ihr seht,
Man zerploppt die Blöcke einfach instant. Das ist so krass. Es ist so unglaublich OP. Wenn ihr euch das mal anguckt, die Blöcke backen teilweise wieder zurück, wenn sie kaputt gehen. Ah, naja. Ich mache wieder doppelte Geschwindigkeit. Genau. Und jetzt werte ich dafür auf, dass ich Fortune bekomme. Das heißt, mehr. Ja, Fortune erklärt sich ja von selbst. Mehr Ads rausbekomme. Nächstes Mal weiß ich, dass ich erst ein paar andere Sachen skillen sollte. Zum Beispiel, dass auch Eisen und sowas einfach so rausdroppen kann, denn das ist OP. Aber jetzt habe ich hier gerade so eine Ader gefunden. Ihr seht, ich habe jetzt schon, stehe jetzt schon kurz vor einem Stack Eisen. Werte das hier noch ein bisschen auf, beziehungsweise das komplette Mining-Zeug. Und es wird gleich so OP, wenn ich gleich zu diesem Eisberg gehe, was ich bald machen müsste, eigentlich. Ach nee, genau. Ich farm hier oben noch ein bisschen, denn ich will noch Speed 3 und Jump Boost bekommen. Das Jump Boost habe ich übrigens vergessen aufzuwerten. Naja. Speed kommt dann noch. Ich glaube, ein Skillpoint brauche ich dafür nur noch. Okay, jetzt noch ein Skillpoint. Danach kann ich Speed aufwerten. Dann renne ich mal so ein bisschen lang und gehe in so einen Berg rein, der relativ viel Stein enthält. Ihr seht übrigens da oben rechts unter meinem Namen auch mein Level und wie schnell das steigt, weil es halt echt OP ist. Ich weiß nicht, ob es Leute gab hier, die das schon mal so gemacht haben und dann überhaupt so viele... Das sieht im Zeitraffer witzig aus. Und dann überhaupt so ein hohes Level hatten, denn es gibt es erst seit einem Tag. Es ist richtig geil gemacht, finde ich super klasse. Also, den Spielmodi, der macht so viel Spaß. Ich wünschte, ich könnte es öfters machen, aber leider ist das auf einmal pro Tag beschränkt. Das ist halt wirklich OP. Du kannst halt in 20 Minuten. Na gut, du kannst halt auch sterben und alles verlieren, aber du kannst Spaß haben und gleichzeitig viel Geld machen. Stell dir vor, du könntest das öfters machen. Keine Ahnung, so oft du willst, dann stellst du dich hin und dann hast du in einer Stunde mal schnell, ohne dich in Gefahr zu begeben, mit viel Spaß dahinter, keine Ahnung, 2 Millionen gemacht an Money. Und gerade für Anfänger ist dieser Spielmodi sehr gut, die auf dem Server beginnen wollen. Die können Geld machen und Spaß haben, alles zusammen. Und ja, also ich kann jedem nur empfehlen, der auf diesem Server neu angefangen hat, das hier mal zu spielen. Kommen wir jetzt mal zu einem anderen Thema. Ihr seht ja, es wird jetzt halt immer OP, und zwar die Community-Insel. Ich habe mir da so ein paar Leute rausgesucht für Gewinnerzeug und so. Und die Namen werde ich jetzt einfach mal wieder vorlesen und ein paar Sachen so sagen, was ich mir wünschen würde für die neue Community-Insel, was bei der alten nicht geht. Die Namen der Gewinner sind einmal Samukre. Ich blende die jetzt einfach nacheinander ein. Okay? Also, ja, ist selbst erklären. Die blenden sich jetzt von jetzt ab ein und... In der Zwischenzeit kann ich schon ein bisschen darüber talken, wie ich das meine, was ich mir für die Community-Insel wünschen würde. Und zwar einerseits auf unserer Community, also auf der jetzigen Community-Insel, die Nummer 1, ist das Problem. Es gibt irgendwelche Leute, die sich besser fühlen als andere. Und dann gibt es zum Beispiel die Leute, die stellen Schilder auf, die geben für 3 oder 4 Tage lang kein einziges Geld aus und sparen wie verrückt, gehen die Warzone und verkaufen Zeug, was sie farmen und so, kaufen sich davon zu zweiten Eisengolem-Spawner und stellen dann Schilder auf in ihrem Haus, was ihnen gehört. Jeder hat sein Grundstück, auf dem Grundstück kann er bestimmen, was passiert, aber nur auf diesem Grundstück, also nicht vom Grundstück aus sagen, hey, ich mag dich nicht, geh. Das heißt, sie stellen da ihren Eisengolem-Spawner auf, den sie sich selbst erfarmt haben und wollen damit erstmal ihre 3,5 Millionen wiederbekommen. Stellen Schilder auf, dass es ihr Eisen ist, dass die anderen bitte nichts nehmen sollen, sondern erst dann nehmen sollen, wenn sie die 3,5 Millionen wieder haben. Und dann gibt es die Leute, die kommen an und dann bauen sie die Schilder einfach ab und nehmen sich das Eisen trotzdem raus. Das ist einerseits ziemlich asozial, andererseits ziemlich asozial. Ich will nicht, dass das dort auch gemacht wird auf der zweiten Community-Insel. Und dann gibt es so Leute, die einfach, sobald sie was Wertvolles sehen, keine Ahnung, was bei denen im Kopf vorgeht, auf jeden Fall. Zum Beispiel wurde auf der einen Community-Insel so eine schöne Grotte gebaut, da waren Emerald-Blöcke drin, Smaragd-Blöcke, Emerald-Blöcke und Gold-Blöcke. Und unter anderem waren da auch gerade Spawner platziert, beziehungsweise waren da Spawner als Deko platziert, weil die ja so schöne Feuerpartikel geben. Und wenn da keine Cleanstones in der Nähe sind, dann gibt es die ganze Zeit Feuerpartikel. Und irgendjemand hat die Spawner da genommen, also auslaufen lassen, hat da halt so ein paar Cleanstone-Reste stehen gelassen. Das ist auf jeden Fall auch nicht nett, das heißt, das Problem ist, man weiß halt nie, wer das ist. Und außerdem
gibt es dann noch so Sachen wie, dass über Nacht einfach mal zwei Runen verschwinden. Und das geht einfach nicht. Also, wenn sowas so ist halt, wie es jetzt gerade ist, dann werde ich das mit der Community Insel nicht machen. Dann werden die einfach geklärt. Also, wenn die Leute es nicht schaffen, sich dazu so zu organisieren, dass es keine großen Probleme gibt, dann funktioniert es nicht. Die Namen sollten jetzt durch sein. Mal gucken. Und ja, die Namen sind schon seit einer sehr langen Weile durch. Ich werde jetzt bestimmt wieder Kommentare bekommen, hey, warum bin ich das nicht geworden und so weiter. Oder die Bewerbung war viel besser. Mir geht es bei der Bewerbung jetzt nicht unbedingt darum, dass jemand sagt, hey, ich bin so gut und kann das so gut und das so gut. Aber halt auch so das Sagen, hey, ich bin in dem bin ich überhaupt nicht gut und sowas. Also, so dass man merkt, dass sie schon, also, dass sie auch, naja, zum Beispiel so respektieren können und sagen, okay, der ist super gut im PvP, kann dafür nichts in Redzone, deswegen muss ich ihn nicht beleidigen, weil er nichts in Redzone hinkriegt oder sowas. Also, ich mache das nicht unbedingt anhand der Bewertung, sondern halt anhand der Bewerbung, sondern anhand der Gutheit der Bewerbung. Also, ob man an der Bewerbung her jetzt schon sieht, dass diese Person eher so verständnisvoll ist oder halt eher nicht. Deswegen, falls ihr es nicht seid, dann und findet trotzdem, dass eure Bewerbung viel besser ist als die von anderen, ja, mir tut das echt leid, dass ihr nicht alle draufkommt. Vielleicht kommt auch noch eine dritte Community-Insel. Mal gucken. Aber auf jeden Fall wisst ihr dann, woran das liegt. Jetzt wieder zurück zum Game hier. Ich habe bereits 974 Eisen gefarmt. Dann laufe ich hier nochmal hoch an die Oberfläche, beginne so ein bisschen woanders zu farmen, merke dann aber plötzlich, dass ich wieder direkt neben dem einen Raum angekommen bin. Habe einfach so ein bisschen hier reingegraben und ihr seht, es ist jetzt nur noch kurz vor einer Minute Zeit. Jetzt ist es noch genau eine Minute Zeit und ich habe jetzt genau gerade 1k Eisen gekriegt, habe schon 245 Gold, das ist so mega. Man bekommt dann, wenn man es einmal geschafft hat, so unglaublich schnell, so unglaublich viel Zeug. Das ist so krass. Naja, wie gesagt. Ich brauche jetzt noch schnell das Gold ab, weil man ja aus Gold auch Diamanten rausbekommen kann. Ich habe dann auch insgesamt 5 Diamanten daraus bekommen. Aber hauptsächlich geht es um das Eisen. Es kommt immer mehr Eisen zusammen. Meine nächste Challenge wird vermutlich sein, dass ich irgendwie 2k Eisen bekomme. Ich kann sie als Challenges machen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Zeitraffer gefallen. Ich fand den super nice, vor allem macht dieses Mining-Game so unglaublich viel Spaß, wenn man das dann so wegcrusht, alles mögliche. Das ist so, so super und jetzt gucke ich mal in diese Kiste rein. Die ist hier gespawnt, da sind jetzt die Sachen von der Mining World drinne. Und ja, gönnte ich einfach mal, wie viel das ist. Über 1000 Eisen hatte ich, bisschen Gold, 5 Dias, na gut, ich habe leider wenige Dias gefunden. Aber naja, mit jedem Mal wird es besser. Darum hier, oh, hier liegt noch Eisen. Gold gönne ich mir auch mal. Gehe ich das jetzt gleich mal verkaufen. Und wo wir gerade beim Verkaufen sind, in den Kommentaren wurde geschrieben, dass ich doch mal ein Stack Eisenblöcke verkaufen soll. Da dachte ich mir, ein Stack Eisenblöcke, kein Problem, Challenge accepted. Und da habe ich mir mal eine Doppelkiste voll Eisenblöcke gespart. Die werden wir auch gleich verkaufen, aber jetzt erstmal das. Ich hoffe, wir bekommen genug dafür raus. Also es gibt wieder richtig, richtig, richtig viel Money. Und ja. Gut. Beginnen wir gleich mal mit den... Okay, eigentlich wollte ich auf den Smaragd klicken, aber machen wir jetzt das Eisen. 85k, okay. 64k, okay. 27k, okay. Damit haben wir insgesamt etwa 100 bis 120k bloß gemacht. Dann kommen wir jetzt mal zu den Eisenblöcken. Das Problem ist, dass sie super, super nervig zu verkaufen sind, weil ich die Banker-Challenge noch nicht habe. Das heißt, ich kann die praktisch nur immer so in Viererteilen verkaufen, weil die sonst nicht alle in mein Inventar passen. Jetzt gucken wir mal, wie viel ein Inventar voll Eisen bringt. Dann kann man hier ausrechnen, wie viel Money da insgesamt drin steckt. Wir haben halt diese 4 Iron Golems spawned, die sind so unglaublich OP. Ah, genau, eine Sache, die ich dann noch zeigen muss auf unserer Insel. Ich habe gestern Abend mich hingesetzt und so ein bisschen gebaut und habe da ein paar nice Bauwerke gemacht. Zeige ich euch gleich. Und? Lol, als ob man... Wir sind so rich. Oh mein Gott, wie reich wir einfach sind.
Okay, also ich zeige das erstmal hier. Hier hinten, das hat man vielleicht schon gesehen, aber erstmal das hier. Beim Iron Golem Spawner ist jetzt hier dieses Zeug davor erstmal weg. Ach nee, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt in einem Video gezeigt habe. Es war nur ganz kurz da. Hier oben ist dieser Kessel mit so einer riesigen Flamme oder etwas, was mal eine riesige Flamme werden soll. Hier an der Seite zeigt so ein Drachen. Also es soll so eine Art Drachenflügel werden, halt so ein Flügel, der so nach oben zeigt. Das hier unten, diese hässliche gerade Linie, die wird auch noch so schön gebogen werden. Das, denke ich mal, wird noch ganz cool. Da ist jetzt halt unser Blaze-Spawner drin und so. Und die andere Sache ist, ich habe mal unsere Warzone-Karte ein bisschen begonnen zu verbessern. Hier draußen geht momentan der Weg lang, der ist noch nicht schön gebaut oder nach da gebaut. Und ja, hier ist momentan die Karte, die ist noch unvollständig. Und außerdem sind hier ein paar Plätze für ein paar Köpfe. Und das ist richtig, richtig cool. Also, mir gefällt das super toll. Ich werde auch noch weiterbauen, wenn ich wieder Zeit habe oder sowas. Dann wird dieser Flügel hier noch an der anderen Seite gebaut mit einem zweiten Grinder. Der Pick Grinder, den werde ich ein bisschen umbauen. Hier, das wird alles noch schöner gemacht. Dann kommt hier noch ein extra Kistenraum. Und ja. 1, 2, 3, 4. Ey, das ist so, so, so viel Money. So, ja gut. Ich habe dann das ganze Eisen verkauft. Hatte mit super tollen Decks zu kämpfen, weil ich hier einfach nicht weggekommen bin. Also, beziehungsweise ich bin auf den Markt gekommen und danach konnte ich nichts mehr machen, musste mehrfach reconnecten. Naja, letztendlich habe ich jetzt 2,9 Millionen Mann. Das ist super krass viel. Und wenn ihr euch überlegt, das war ja nicht mal viel. Also, wenn man jetzt mal so guckt, wie viel Eisen kommt dann so zusammen, wenn ich mich mal hier hinstelle. Das ist voll. Also, in eine von den beiden müsste jetzt ja eigentlich Eisen reingefüllt werden. Ich denke eher in diese hier. Ja, genau. Jetzt sind hier 53, 59, 61. Ihr seht, das geht super, super schnell. So, die müsste jetzt gleich voll werden. Der Trichter, genau. Dann müsste noch der nächste Trichter befüllt werden. Ja, genau. So, ich würde sagen, davon gönnen wir uns erstmal einen weiteren Playspawner. Denn ich will auf jeden Fall 20 Playspawner investieren. Das ist kein Witz, ich habe mir als Challenge gesetzt, 20 Spawner von jeder Sorte, eher höre ich hier nicht auf. Es sei denn, wir werden gebrieft. Okay, ich dachte gerade, an der Karte fehlt ein Stück. So, wir gehen jetzt mal in den Markt rein und da gibt es schöne Playspawner. Davon gönnen wir uns mal einen. Eigentlich hätte ich mir gern zwei gegönnt, aber es kamen doch keine 3,5 Millionen zusammen, wie ich es am Anfang dachte. Aber wir müssen mal überlegen. Wenn ihr einen Iron Golem Spawner habt und euch dann eine ordentliche Weile AFK stellt, dann habt ihr am nächsten Tag halt noch einen zweiten. Also ordentlich heißt halt so Glück haben, dass man immer zur richtigen Zeit wiederkommt und nicht gekickt wird und so weiter. Also, dass man immer alle 4 Minuten mal online kommt und guckt, ob alles stimmt. Ich habe mir jetzt hier erstmal einen 15 Minuten Orb of Fly gegönnt, denn da kaufe ich mir immer welche für solche Projekte. Ich persönlich habe hier auch noch einen 2-Stunden- und einen 1-Stunden-Teil, aber die kleinen finde ich teilweise sogar besser, weil man davon mehr nehmen kann. Also, mehr. Ja, man kann davon mehr einsetzen, Zeit so präziser ansteuern. Das heißt, man hat jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde drüber, die man gar nicht braucht. So, Playspawner, genau. Wie komme ich da jetzt eigentlich am besten rein, ohne so viel Glas kaputt zu machen? Ich glaube gar nicht, oder? Kann ich hier nicht reinbauen? Ja. Dann brauche ich mir noch schnell einen Half Slab, damit ich das auch schön zubauen kann. Oben drauf, hier sind welche. Also auf dem Spawner, dass oben drauf keiner kommt. Ach ja, übrigens, falls ihr mal, beziehungsweise falls ihr wollt, dass ich mal ein Tutorial zu allen möglichen Grindern mache, die ich kenne, also auch solche wie die, die ich auf Cosmic PvP gebaut habe, die so richtig cool sind, wo du so praktisch einen multifunktionalen Grinder hast, wo du einfach alle Spawner anschließen kannst. Falls ihr wollt, dass ich sowas mal mache, dann schreibt mir das mal in die Kommentare und dann werde ich mich mal darum kümmern. Jetzt habe ich auf jeden Fall hier den Playspawner platziert und wir bekommen jetzt doppelt so schnell Places. So, 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 so nice.
Ich freue mich da übelst drüber. Ich habe immer noch 1,1 Millionen. Also einen Blaze-Spawner und 700 Millionen. Da kann man sagen, so 2,4 bis 2,5 Millionen kommen durch diese eine Eisenkiste zusammen. Eine Doppelkiste Eisen zusammen. Das müsst ihr euch überlegen, wie viel Geld das einfach ist. Vor allem hat nur Skill. Will. Oh, ich wollte eigentlich Slash ES spawnen. Naja. Hab nur Skill. Will auf 3 Doppelkisten sparen. Der kriegt dann 8 Millionen. Ja, gut. Wer hat, der kann. So, ich würde sagen, ich werde jetzt hier ein bisschen was farmen an Blaze Rods. Und vielleicht gibt es im nächsten Jahr mal ein bisschen was zum Blaze Rods verkaufen. Irgendwie 4 Doppelkisten oder so. Naja, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.